a work in progress, good things go slow, and I'm no saint. I fall and you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, I guess I kinda like that. For the first time, you really got my Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal, ja. Und dieses Video heute stellt ein, sag ich mal, nicht ganz regulären Upload dar. Und zwar schauen wir uns heute etwas Wunderbares an. Und vielleicht erkennt ihr es schon, möglicherweise. Wenn ja, dann kennt ihr euch auf jeden Fall gut aus. Und zwar, wir sind hier in GTA 5. Er ist so positiv. Ihr habt euch nicht gehört. Das ist GTA 5. Aber wir fahren in Liberty City um. Was ist da los, meine Damen und Herren? Das fragt man sich jetzt natürlich zurecht. Und zwar, wir sind in nichts Geringeren als einer Map-Modifikation von GTA 5. Und zwar in Liberty City, ja. Es hat ein Team von Moddern geschafft. Ich weiß es aber den Namen von den Herren nicht. Es tut mir echt leid. Oder von dem Team. Die haben es geschafft, GTA, die Karte von GTA 4 in GTA 5 zu integrieren. Das heißt, wir können hier ganz normal in Liberty City rumcruisen. Ja, und hier zum Beispiel sind wir Bro-Man, man kennt ihn, ja. Ja. Let's go bowling, Cassie. Ja. Nico, it's Roman. Let's go bowling. Auf jeden Fall. Richtig, richtig, richtig krasse Geschichte. Das muss man sich halt schon mal geben, dass wir hier komplett frei in Liberty City rumfahren können, ja. Und es gibt hier auch Verkehr. Das muss aber nur gerade getriggert werden, weil das ist irgendwie ein bisschen komisch, man muss da an einer bestimmten Stelle sich befinden, dass der Verkehr getriggert wird. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne. Und zwar müssen wir da, glaube ich, irgendwo hier in Downtown fahren, also hier Alge und König hieß es, glaube ich, in GTA 4. Aber es ist halt schon krass, Leute, ne? Das müsst ihr euch halt echt mal anschauen hier, ne? Komplett hier Liberty City. Und wir können hier theoretisch überall hinfahren, ne? Wie man die Position noch von GTA 4 kennt. Ne? Jetzt muss ich gerade nur überlegen, wie kamen wir jetzt nochmal nach Alge und König. Warte, ich glaube, da müssen wir... Boah, das ist auch schon so lange her, dass ich GTA 4 wieder gespielt habe, ne? Ich habe ja GTA 4 immer nur gespielt wegen LCPDFR. Stimmt, ich habe noch gar nicht gesagt, wir werden uns das heute auf jeden Fall mal ein bisschen diese Mod anschauen. Und die Karte, sage ich mal, auch, ne? Alles mal ein bisschen angucken, anglotzen. Sage ich mal, vielleicht auch durch die drei Städte mal ein bisschen durchgrusen. Deswegen habe ich mir auch heute diesen wunderschönen 911 Porsche geholt. Ich sage jetzt 911, ey. Weil 911 dauert erstens zu lang und klingt so komisch. Ja. Auf jeden Fall krasse Geschichte. Ich glaube, so müssten wir jetzt rüberkommen, ne? Weil da drüben müsste ja Broker sein, beziehungsweise hier, ja, so hieß es, glaube ich, in GTA 4. Auf jeden Fall richtig krasse Geschichte und ich glaube, man kann hier ziemlich sicher sagen, dass das schon echt Meisterwerk ist, ne? Allein schon das alles, sage ich mal, rüber zu konvertieren. Das ist jetzt, denke ich mal, nicht eine Sache, die hier innerhalb von 2 Minuten geschieht. Das ist, glaube ich, schon was Größeres, ne? Und, also jetzt gucken wir mal, dass hier vielleicht irgendwie mal Verkehr spawnt. Das wäre natürlich mal super, mal ein bisschen Leben hier in die Geschichte zu bringen. Also ich sag's mal so, wenn jetzt hier kein Verkehr spawnt, ist es auch nicht schlimm. Aber die Sache ist halt die,
wenn ihr natürlich Verkehr spawnen würde und es einigermaßen funktionieren würde, dann könnte man ja auch mal in Erwägung ziehen, hier LSPDFR zu spielen, ja? Ja, da vorne. Also man sieht, der Verkehr funktioniert, ja, sehr rudimentär und eigentlich nicht wirklich gut, deswegen, ja, übersehen wir mal, lassen wir mal das außen vor, ne? Ja, ihr hört es ja. Das ist, ja, funktioniert nicht so wirklich gut. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum. Weil irgendwie diese Paths, die sind komplett für den Arsch. Die funktionieren halt irgendwie gar nicht. Das verstehe ich nicht. Aber gut. Naja, auf jeden Fall, ihr seht ja die Karte. Es geht halt jetzt vorweg mal um die Karte, sage ich, ja. Der Verkehr, das ist wieder eine andere Geschichte. Das, denke ich mal, wird auf jeden Fall noch gefixt, würde ich jetzt mal sagen. Das ist jetzt auch im Verhältnis dazu, dass die Karte echt komplett funktioniert, noch ein kleines Übel, ne? Ja, anscheinend hier geht es anscheinend auch tatsächlich ein bisschen. Deswegen, ne? Ja, auf jeden Fall krasse Geschichte, ja. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr dieser Mod sehen wollt, ja. Wenn ja, dann hätte ich dann natürlich schon Bock drauf, dann kann ich da mal immer ein bisschen Ausschau halten. Ich habe nämlich schon eine andere Karte auch gesehen, die ganz gut aussieht. Lasst mich da auf jeden Fall mal in die Kommentare wissen, wie ihr darüber denkt. Ich könnte ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Karte findet, ne? Ob ihr sagt, jo, ey, Kello, das ist voll geil hier in ne, GTA 5 Liberty City rumzufahren. Oder ob ihr sagt, nee, Leute, GTA 5. Los Angeles ist viel geiler als New York, so. Sag ich mal, hat ja jeder seine eigene Meinung und ist ja auch vollkommen okay. Aber ich sag's mal so, also wenn ihr mich persönlich fragt, ich fände es ziemlich geil, wenn es hier so funktionieren würde, weil dann würde ich dann natürlich auch gerne bei LSPDFR immer mal ein bisschen durchswitchen, ne? Zwischen New Yorker Setting, Los Angeles Setting, so, wisst ihr? Deswegen, ja. Finde ich auf jeden Fall eine geile Sache, dass die Entwickler oder dieses Studio eben sich hier drum gekümmert hat. Und also ihr müsst ja ganz ehrlich sagen, es schaut einfach geil aus, ja Leute, schaut euch das an, ne? Also da muss man doch irgendwie lügen, wenn man sagen muss, uff. Ne? Das ist schon einfach geil, ey. Vor allem damit der GTA 5 Grafik, die halt noch um einiges besser ist als die GTA 4 Grafik. Ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, ne? Sag ich mal. Und man kann halt auch sagen, was man will, aber New York hat halt einfach sein Flair, ne? Was Los Angeles halt wiederum, sag ich mal, auf seine eigene Basis wieder erzeugt, ne? Deswegen, so, wir werden, obwohl, mir fällt gerade auf, wir waren noch gar nicht hier drüben in, ne, wie heißt denn das Kaff? Alderney oder so, also hier, ne? Gucken wir jetzt auch noch schnell rüber. So. Weil ich will ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr Folgen machen. Ich habe einen YouTuber schon gesehen, der hat da schon so ein bisschen rumgeteasert. Mit diesen, ja, in der Folge, da schauen wir uns das mal nur das an. Und in der anderen Folge schauen wir uns dann den Rest an. Und das finde ich ehrlich gesagt kompletter Schrott, weil das ist einfach nur rumteasern und das ist einfach nur Klicks machen, dass man mehr Kohle kriegt, ne? Aber das sehe ich halt nicht ein, weil ganz ehrlich, das mache ich hier in einen Run durch und dann passt das auch. Dann müsst ihr da nicht ewig rumklicken und nicht ewig warten und dann ist dieser ja auch mal gegessen. Das mag ich einfach nicht, ne? So, jetzt fahren wir mal von Highway runter. Und nun schauen uns mal noch die dritte Sektion ein bisschen an. Weil wir natürlich alle wisst, weil ihr alle natürlich GTA 4 gesuchtet habt, wie ich. Gibt es ja in GTA 4 oder gab es in GTA 4 als so drei große Bereiche, sage ich mal, von der Stadt. Und zwei davon haben wir jetzt schon gesehen. Das war eben der eine mit Berlin. Oh, die Bäume, die schon, das schaut irgendwie voll geil aus so hier, ne? Schaut irgendwie so ein bisschen so wie eine Last of Us oder so, ne? So ein bisschen verlassen. Weiß nicht, ich mag das Setting. Na, dann schauen wir jetzt mal hier noch ein bisschen. Auf jeden Fall krasse Geschichte, ja. Also ich kann es einfach nicht genug loben, ne? Weil es ist halt einfach, es ist einfach krass, ja. Also, uff. Wenn jetzt hier noch die Verkehrswege noch irgendwie einigermaßen passen würden, dann wäre das natürlich Bombe, ne? Dann wäre das, keine Ahnung, was, Weihnachten im Juni so mehr oder weniger, ne? Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ja. Auf jeden Fall krass, krass, krass. Vor allem Texturen und so passt halt auch alles perfekt, ne? Also ihr seht ja irgendwie alles gestochen scharf. Man könnte eigentlich schon so von der Stadt her denken,
Das ist, ne? Das ist einfach GTA 5, nur statt Los Santos Liberty City ist, ne? Und, ey, ist halt schon krass, ey. Da machst du nix hier. Das ist doch geil, ne, Kellos? Gut, aber ich hätte jetzt mal gesagt, da ich ja jetzt hier eigentlich sonst den großen Teil schon gezeigt habe, also ihr könnt natürlich gerne, ich hoffe, ich vergesse es nicht, ich werde in der Beschreibung mal ein paar Links da lassen, dann könnt ihr euch das auch mal so weit installieren. Ist ein bisschen hakelig, ja, muss ich sagen, aber wenn man so LSPDFR spielt, dann ist man da schon ein bisschen dran gewohnt, dann geht es auch. Auf jeden Fall, ja. Könnt ihr natürlich alles gerne selber auch mal ausprobieren, würde ich auch hier raten, weil es ist schon ein Erlebnis, hier mal so ein bisschen rumzufahren in Liberty City. Vor allem, wenn man sich dann so einen schönen Porsche... Ja, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Vor allem, wenn man sich dann so einen schönen Porsche oder so gönnt, ne? Dann macht es auch nochmal ein bisschen mehr Spaß. Und sonst hätte ich jetzt eigentlich eh schon die Abmoderation gemacht, ja. Ich hoffe, dass euch hier diese kleine Einblendung ein bisschen gefallen hat. Und sonst wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Ja, und sonst wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag. Ne, haut rein, bis dann, tschüss.